Landwirt, Smartphone-Reporter. Ich bin Zeuger Botthold, bin 56 Jahre alt, habe seit 30 Jahren Schafe und habe den Betrieb mir selbst aufgebaut. Ich habe 80 Mutterschafe, die muss man einmal im Jahr scheren und immer im Frühjahr. Und zur gleichen Zeit werden die Glauen mit ausgeschnitten und gereinigt und gesäubert. Nach der Glauenpflege machen wir die Wurmkur gleich gegen Lungenwürmer und Parasiten mit. Ich fange beim Schafescheren immer an der Bauchwolle an, weil die Bauchwolle Abfallwolle ist. Dann wird die gleich, wenn sie abgeschoren ist, auf die Seite gelegt und dann geht es weiter zu der Keule, dann der Rücken. Die Wolle wird dann in den Trichter, in die Maschine hereingezupft, dass sie schön lose in die Maschine einfällt. Und daraus kommen unten Pellets. Die Pelletsmaschine wird angetrieben mit der Zapfwelle vom Traktor. Da wird die Matrize und die Koller in Bewegung kommen. Und durch die Reibung und die Bewegung drückst die Wolle durch die Matrize bei einer Temperatur von 70 Grad. Ich bin Rainer Kiechle. Ich habe auch Schafe, 25 Stück von der Rasse Jura. Und helfe und bin ein bisschen Teilhaber von diesem Pelletsprodukt. Die Pellets werden zuerst getrocknet, danach werden sie in Beutel verpackt und gewogen. Wir machen 500 Gramm und dann werden sie luftdicht verschlossen und mit unserem Etikett, dem Bera Pflanzendünger, etikettiert.